So Leute, sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe euch heute mitgebracht Esperweil, ein Deck, was Anfang 2021 einen riesen Hype ausgelöst hat und danach in der Versenkung verschwunden ist, weil niemand es mehr sehen wollte. Aber es gibt noch neue Versionen davon, die wirklich cool sind und die wollte ich euch mal zeigen. Es hat sich ein bisschen was getan, auch wenn das Deck grundsätzlich erstmal das gleiche ist. Gucken wir uns erstmal die Länder an. Ich spiele 8 Fetches in allen bunten Farben, die wir fetchen können. Also weiß, schwarz und blau. Ich habe festgestellt, dass ich weiß mittlerweile als wichtiger erachte als blau. Deshalb habe ich mehr Flooded Strands als Polluted Marshlands als Polluted Delta drin. Das kann meine eigene Einschätzung sein. Ich weiß nicht, wie gut das wirklich ist. Dann spielen wir einen Sumpf, eine Ebene und eine Insel. Es tut mir leid wegen der Insel. Ich kann dafür nichts. Ich habe immer noch keine coole, so irgendwie so eine Euroland-Insel oder so eine Abwrack-Insel oder so. Habe ich leider nicht. Wenn jemand eine zu viel hat, kann ich mir die gerne schicken oder so. Dann eine Erneuerung des Decks. Wir spielen ja Esper-Farben und wir haben die Zeit auch manchmal zu fetchen auf eben ein Triom. Dementsprechend spielen wir Triom. Kommt getaptet Spiel, macht unsere Farben. Dann haben wir eine Menge Duels. Wir haben ein Scrubland, schwarz-weißes Duel. Dann haben wir 2 Underground Sea, blau-schwarzes Duel und 3 Tundren, das blau-weiße Duel. Kommen wir zu den Effektländern, die wir noch haben. Wir haben noch einen Karakas, tappen für ein weißes oder tappen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand geben. Otawara, aktuell auch so ein Staple in jedem Blau-Deck, habe ich das mittlerweile das Gefühl. Tappen für ein blaues oder für 4 Mana bouncen wir ein Non-Land Permanent, auch wenn das anders da drauf steht, aber es ist Non-Land Permanent. Und kostet einmal ein wenig für jede legendäre Kreatur. Wir haben nicht viele legendäre Kreaturen drin, aber wir haben 1, 2 drin. Dementsprechend kann das sogar vergünstigt werden. Dazu haben wir noch 2 Wastelands. Das Deck hat ganz oft Probleme, Sachen loszuwerden. Und da ich Flickerwisp rausgenommen habe, habe ich mich entschieden, 2 Wastelands reinzunehmen. Früher war es so, man hat ein weiteres Basic und ein weiteres Fetchland gespielt, weil man auch eine Flickerwisp gespielt hat. Spoiler, ich spiele keine Flickerwisp in dem Deck aktuell. Weil man die Flickerwisp eben auch mit Ländern dealen kann. Das kann das Deck jetzt nicht mehr, deshalb habe ich die Wastelands reingenommen. Kommen wir mal zu den Non-Creature-Sachen, weil das sind die nächsten Sachen, die ganz interessant sind. Wir spielen 2 Teferi Time Revealer. Für ein blaues, ein weißes, ein farbloses, 4 Marken. Gegner können nur noch Spells wie Sorceries spielen. +1, unsere Instants, also Sorceries im Deck können wir wie Instants spielen. Da wir nur andere Instants spielen, ist das egal. Aber man kann ihn halt plussen. Und bei -3 bringen wir ein Artefakt, eine Kreatur, ein Charmant auf die Hand. Das können unsere eigenen Karten sein, das können Gegnerkarten sein. Wir haben auch Karten, mit denen das eine richtig starke Kombination ist. Und deshalb komme ich bestimmt noch hin. Dann haben wir 4 Swords to Plowshares. Ein Mana exilieren wir eine Kreatur, der Gegner kriegt so viele Lebenspunkte, wie die Kreatur Stärke hatte. Oder wir kriegen so viel Stärke, je nachdem, wer die Kreatur beherrscht hat. Dann ein hübsches Paar Brainstorm, und zwar in allen bunten Farben mal wieder. Zweimal Singulär Foil, einmal, ich glaube, von der Liste oder Mystery Booster. Und aus irgendeinem Commander-Deck. Ich hab aktuell so viele Decks aufgebaut, dass ich auf sowas zugreifen musste. Brainstorm, wir ziehen 3 Karten, legen dann 2 Karten von unserer Hand um auf unser Deck. Nachdem wir dann die nächste Runde shuffeln, haben wir 3 Karten gezogen und 2 Müllkarten weggetan. Sehr, sehr gute Karte. Und die namensgebende Karte, Aetherviole, die für Esperweil ziemlich, ziemlich wichtig ist. Für ein farbloses können wir zu Beginn des Verwandtsmens eine Marke da drauflegen und dann die tappen, um eine Kreatur aus der Hand ins Spiel zu bringen, die gleich der Charge-Counter Mana-Kosten hat. Und fundige Leute werden jetzt festgestellt haben, warte, der hat uns doch gar keinen Yorion gezeigt. Richtig, weil ich spiele keinen Yorion. Viele dieser Decklisten spielen Yorion, deswegen dann ist es auch so, dass man Aetherviole auch mal 5 hochticken kann, Yorion reinbringen kann, Aetherviole flickern kann, ein paar Flicker-Effekte hat. Ich mag Yorion nicht. Ich sträube mich ja aktuell sogar Texas zu spielen, weil man es mit Yorion spielen müsste. Und dementsprechend spiele ich auch Esperweil ohne Yorion. Dann kommen wir zu den interessanten Sachen. Kommen wir zu den Kreaturen. Da fangen wir unten an. Wir spielen 4 Meddling Mages. Das ist eine richtig geile Karte. Das ist was ähnliches wie ein Deck, was 4 Containment Priest in Mainboard spielt oder so. Wirklich, wirklich cool. Ich habe jetzt neulich in einem Video gelesen, dass man den nicht so gut gegen Storm benutzen kann. Ich liebe ihn gegen Storm. Und ich habe Storm lange Zeit gespielt, dass ich sagen kann, der nervt mich echt bitterbös.
gerade wenn er Mainboard ist, kann man den halt teilweise droppen. Der Gegner hat keine Antwort darauf und dann hat er einfach verloren. Sehr, sehr schön. Aber man braucht für dieses Deck eine Menge Meta-Wissen. Gerade auch wegen dem Meddling Mage und vielen anderen Entscheidungen, die man treffen kann und muss. Dementsprechend, ja, Meddling Mage, eine Keykarte. Ach ja, ich habe gar nicht gesagt, was er kann. Wenn der Spielberg kommt, nehme ich dann Permanente und sie kann nicht gecastet werden. Wie zum Beispiel Force of Will, Lightning Bolt oder sowas. Dann spiele ich 4 Baleful Strix. Ein blaues, ein schwarzes, fliegend Death Touch. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Die können wir zum Beispiel ganz cool mit Tevere benutzen, um eine weitere Karte zu ziehen, wenn der ins Spiel kommt. Das heißt, er zieht durch ihn eine Karte, spielen die, ziehen durch sie eine Karte. Sehr cool. Wir können mit ihm auch den Meddling Mage resetten. Das ist ganz nett. Und dann spielen wir 3 Charming Princes. Charming Prince ist eine 2-Mana, 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, können wir entweder Scry 2, 3 Leben bekommen oder eine Kreatur ins Exil schicken und sie kommt am Ende des Zuges zurück. Ist sehr, sehr cool mit der nächsten Karte. Das sind unsere ganzen Zweier, die wir haben, weil ich habe auch ein Extraction Specialist 3 gemacht. Eine weitere Karte aus New Speeds of Capanna, 3-Mana 3-2, Lifelink. Wenn er ins Spielfeld kommt, bringen wir eine Kreatur mit Mana-Value von 2 oder weniger zum Friedhof ins Spiel zurück. Die Kreatur kann nicht angreifen, solange wir Extraction Specialist kontrollieren. Fun Facts sind sowas wie, wir können Charming Prince reanimieren, Ende des ihn targeten, flickern, Ende des Zuges, können wir eine Baleful Strix wiederholen, können die damit Teferi den Specialist bounden, haben 2 Kreaturen. So als Beispiel. Man kann noch viel, viel mehr damit machen. Gerade mit der nächsten Karte, die ich euch vorstelle, die meiner Meinung nach immer noch die Keykarte des Decks ist. Und zwar ist das Soul Herder. Diese Kreatur am Ende des Zuges flickert Kreaturen, wie zum Beispiel auch die Kreaturen, die getargetet wurden. Und wenn die geflickert wurden, ist das eine neue Instanz. Dann interessiert es nicht mehr, dass die diesen Effekt hatten mit kann ich angreifen oder blocken. Super mächtig. Auf jeden Fall ist dieser 3-Mana-1-1 Kreatur eben nicht nur in der Lage, Sachen zu flickern, sondern immer wenn eine Kreatur geflickert wurde, beziehungsweise generell, wenn sie ins Exile gelangt, kriegt er eine +1/+1 Marke, was zu einem ziemlich mächtigen Beater sein kann. Hauptsächlich ist er zum Flickern da. Viele Leute cutten den mittlerweile, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich finde ihn einfach zu mächtig. Kommen wir zu anderen Kreaturen, die jetzt nicht unbedingt flickerwürdig sind. Das sind die wenigen Karten, die nicht flickerwürdig sind, aber sie sind so mächtig und sie sind coole Kreaturen. Und ja, Hullbreacher, 3-Mana, 3-2, Flash. Wenn der Gegner eine Karte ziehen würde, außer die erste in seiner Drawstep, zieht er die nicht und wir kriegen den Treasure. Damit kann man die Gegner richtig cool off guard erwischen, genau wie mit dem Opposition Agent. 3-Mana, 3-2, Flash. Wir kontrollieren den Gegner, während er seine Bibliothek durchsucht. Das Interessante ist, wir kontrollieren unseren Gegner. Während wir unseren Gegner kontrollieren, dürfen wir auch seine Hided Cards sehen. Nicht nur die Karten, die er beim Deck durchsucht. Heißt, wir dürfen auch seine Hand sehen. Und während der Gegner sein Deck durchsucht, exilen sie jede Karte, die sie finden. Und wir können diese Karte aus dem Exile spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Sehr nice Karte. Dann, um das Ganze zu finden, und da reihen sich gleich noch mehr Kreaturen ein, aber diese Kreaturen reihen sich da auch schon mit ein. Wir haben 4 Recruiter of the Guard. 3-Mana 1-1, wenn er ins Spiel kommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Kreatur mit Verteidigungsstärke von 2 oder weniger, zeigen sie auf dem Feld, nehmen sie auf die Hand. Auch die mit Soul Herder ist der Wahnsinn. Wir spielen sie, bringen den Soul Herder über die Erdefiole rein, flickern den Recruiter, er kriegt eine Marke, Recruiter kommt wieder ins Spiel, wir suchen uns eine Opposition, Baleful Strix oder einen Extraction Specialist oder irgendwas raus. Super mächtige, mächtige Karte und wirklich super stark. Also das ist so, oh. Elder Fiole, Soul Herder und Recruiter. Das sind für mich die Karten des Decks. Dann spielen wir ein Skyclave Apparition. 3-Mana 2-2, wenn er ins Spiel kommt, exilen wir nicht Land permanentes, Non-Token permanentes, was wir nicht kontrollieren mit Mana-Kosten von 4 oder weniger. Wenn er das Spiel verlässt, kriegt der Gegner halt 1-1er. Ist hierbei ganz witzig, weil wir können halt mit Soul Herder die ganze Zeit bei ihm was exilen und wenn es nur so kleine Kreaturen sind wie 1-1er, 2-2er. Und wenn er das Spielfeld verlässt, dann bekommt der Gegner eine XX-Illusion, wobei X die Anzahl der Mana-Kosten ist von der Karte, die wir exilt haben. Da war die Flickerwisp immer nice, weil man konnte halt erstmal die Skyclave flickern, dann konnte man mit der Sky Soul Herder den Flickerwisp wieder flickern, um den Token, den der Gegner gekriegt hat, zu machen und so. Das war ganz cool. Ist aber hier drin aktuell nicht nötig. Dann habe ich noch einen Pleco Engineer, also Pleco Engineer 3-Mana 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir den Kreaturentyp aus. Kreatur mit dem Kreaturentyp, die der Gegner hat, -1/-1. Wir haben bei uns eine Menge Goblins, eine Menge Elfen, eine Menge Texas. Sehr, sehr gute Karte dagegen. Und wenn wir uns entscheiden wollen, einfach nur 1-1er damit zu killen, können wir das auch mit dem Soul Herder, weil wir können uns auch immer wieder umentscheiden und das, immer das zerstören, was der Gegner halt hat. Mehr One-Offs, weil wir haben ja 4 Recruiter.
Ein Venza, Shaper Servant, das ist unsere legendäre Kreatur, die Otawara günstiger machen kann. 4 Mana 2-2, wenn er ins Spiel wegkommt, dann bringen wir ein Spell oder ein permanentes Zug auf die Hand. Das heißt, er ist ein Counter oder wir können eben auch ein permanentes Zug auf die Hand nehmen. Plus, er sagt nicht Non-Land, das heißt, mit Soul Order können wir jede Runde Länder bouncen, was auch sehr mächtig ist und schon vorgekommen ist. Dann ein Palace Jailer, 4 Mana 2-2, wenn er ins Spiel bekommt, werden wir Monarch und exilieren eine Kreatur, solange wir Monarch sind. Auch das super, super mächtig. Wir können uns Monarch immer wiederholen und ja, super, super stark. Die letzte Karte. Kein Deck-Tag ohne Modern Horizons 2 Card. Solitude. 5 Mana, 3-2 Flash, Lifelink. Wenn er ins Spiel wegkommt, dann exiliert er eine Kreatur und der Beherrscher der Kreatur kriegt so viele Lebenspunkte, wie die Kreatur Stärke hatte. Und der hat Evoke. Das heißt, wir können eine weiße Karte aus unserer Hand exilieren. Wir haben eine Menge weiß drin, wie gesagt. Und können den von unserer Hand spielen, dann wird er geopfert danach. Aber wir haben den ETB. Hiermit kann man auch so Tricks machen, wie man spielt ihn mit dem Palace Jailer, setzt den Evoke Trigger auf den Stack, tappt die Aetherfiole, die auf 2 liegt, bringt einen Charming Prince rein, flickert den, kriegt man 2 davon und er bleibt im Spiel und dann hat man noch einen Soul Herder, macht noch eine dritte Kreatur kaputt und so weiter und so fort. Super, super mächtiges Deck. Ich verstehe nicht, warum es aktuell so wenig gespielt wird. Es ist anfällig gegen Wastelands, es ist anfällig ein bisschen anfällig gegen Delver, das ist wahrscheinlich die Antwort, warum es nicht gespielt wird, aber es ist so cool, wenn es einmal rennt, macht es richtig, richtig Bock und kann sogar Murktides easy peasy vernichten. Dementsprechend, so ein schönes Deck. Kommen wir mal kurz zum Sideboard. Im Sideboard haben wir nämlich noch ein paar andere One-Offs, die bei uns in der Meta ganz cool sind. Auf der einen Seite habe ich Kira Glass Spinner. 3 Mana 2-2 fliegend. Immer wenn eine Kreatur das erste Mal von einem Zauber oder einer Fähigkeit targetet wird, wird der Spell oder Zauber gekontert. Wichtig bei Kira ist, das zählt auch für uns selber. Das heißt, sowas wie Charming Prince ist schwierig, Soul Herder ist schwierig, unsere eigene Kreatur zu swarden ist auch schwierig und Teferi ist schwierig. Aber in den Matches, wo wir sie reinnehmen, wie zum Beispiel gegen Burn oder ähnliches, bringt sie so unendlich viel, dass es das wirklich, wirklich wert ist. Dann habe ich noch eine Glanalandra Archmage. 4 Mana 2-2 Fairy Wizards fliegend. Für einen Mana können wir die Opfer nicht Kreaturenzauber zu neutralisieren. Und die hat Persist. Das heißt, sie kommt in der -1/-1 Marke wieder. Auch die mit Soul Herder ist ein schöner Loop. Gerade gegen Decks wie Kontrolle oder Decks, die jede Runde nur ein Spell spielen oder. Sehr, sehr cool. Habe ich schon gegen Matt gespielt und das war richtig, richtig cool. Also jetzt nicht die Kreaturen-Matt, sondern dieses Khan irgendwas. Dann ein weiterer Brazen Burrower. 3 Mana 3-1 Flash fliegen, kann nur fliegende Kreaturen blocken. Für 2 Mana können wir was bouncen und den auf Adventure schicken, um den aus dem Exil zu casten. Auch der einfach als Bouncer oder als tutorbarer Bouncer, weil es muss natürlich alles tutorbar sein. Sehr, sehr gut. Dann ein Warpriest of Thune. Wir haben bei uns eine Menge Show and Tell. Omniscience ist eine Gefahr. Dementsprechend habe ich das noch mit reingenommen. Blood Moon ist auch nicht so das Geilste und das nimmt da alles weg. Dementsprechend, ja, finde ich gut. Das Einzige, was mit diesem Deck halt wirklich ein Problem ist, ist, wenn der Gegner sagt, Enter the Battlefield-Effekte funktionieren nicht mit sowas wie Topo Orb, aber dagegen haben wir im Sideboard auch was. Dann Gilded Drake, 2 Stück. 2 Mana 3-3 fliegend, wenn er ins Spielfeld kommt, dann tauschen wir die Kontrolle von Gilded Drake mit einer anderen Kreatur. Das Problem früher, also war der halt sehr, sehr mächtig, weil man konnte dann mit Soul Herder und Flicker Wisp und ihm anfangen, die Kreaturen immer wieder zu nehmen, jede Runde. Das funktioniert jetzt mit Charming Prince und so weiter nicht. Dennoch kann man ihn spielen und kann damit sehr, sehr mächtige Kreaturen tauschen. Und sollte ihn auch spielen, meiner Meinung nach. Weil wir haben manchmal das Problem, dass wir große Kreaturen nicht wegbekommen oder sie zu early kommen. Und das ist dann für 2 Mana ein sehr guter Exchange. Dann haben wir eine Zevenis Reclamation. 3 Mana Sorcery. Wir bringen eine permanenten Karte mit Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spielfeld zurück. Wenn er aus dem Friedhof verkastet wurde, machen wir das doppelt. Das ist halt sehr, sehr cool, weil wir halt fast nichts drin haben, was 4 Mana oder mehr Mana kostet. Irgendwie 2, 3 Kreaturen. Und wenn man mit ihnen dann Teferi holt, ist es auch schon sehr, sehr mächtig. Ach, sehr, sehr coole Karte. Dann spiele ich eine Portalzerstückelung. Mir fällt der englische Name gerade nicht ein. Sorry. Für ein blaues, ein schwarzes, ein weißes, da stören wir eine bleibende Karte, die kein Land ist. Und es kann nicht neutralisiert werden. Auch das gegen bestimmte Decks. Sehr, sehr wichtig. Dann 2 Prismatic Ending. Für ein weißes und X zerstören wir eine permanentes, Non-Land-Permanent, mit Mana-Kosten gleich der verschiedenfarbigen Mana, die wir für dieses Spell bezahlt haben. Das heißt, ein weißes für ein 0-0 oder das heißt, ein weißes für 0 Mana oder für 1 Mana und ein weißes und ein blaues für ein 1 Mana, ein 2 Mana oder ein 0 Mana und. Dementsprechend sehr, sehr coole Karte. Dann Test of Talents. Ich wiederhole es, wir haben eine Menge Show und Tell.
Ein blaues, ein weißes für Counter, eine Instant oder Sorcery. Durchsuchen den Friedhof, die Hand des Gegners nach und die Bibliothek. Nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen exilen die Karte und der Gegner muss mischen und darf dann so viele Karten nachziehen, wie er von der Hand exiliert bekommen hat. Das ist halt ein 2-Mana-Spell, der uns halt vor Show and Tell bewahrt. Und weitere Anti-Combo-Sachen mit Force of Negation, auch hier sehr, sehr mächtig. Habe ich übrigens auch schon gespielt gegen Delva, gegen Iteration. Das war ziemlich gut. Force of Negation, für 3-Mana kontern wir nicht Kreaturenzauber. Der wird exiled. Und wir können, wenn es nicht unser Zug ist, eine blaue Karte exilen aus der Hand und statt die Mana zu bezahlen. Das ist das Sideboard. Das ist sehr anti-Kombo-lastig, weil die Midrange-Matchups sollten wir im Normalfall gewinnen. Nur halt die Kombo-Matchups sind halt schwierig. Und dann haben wir noch so ein paar Tricks im Ärmel gegen bestimmte Matchups. Und ja, sehr, sehr cool. Gucken wir uns mal den an Deck-Talk an. Das Deck strotzt so nur so von Energie. Ich liebe das Deck wirklich. Ich liebe Elder Fiola. Das ist für mich einfach, glaube ich, neben Talia einfach die coolste Karte, die Magic jemals designt hat. Deshalb eine super, super geile Karte. Und hiermit kann man so viel machen. Man kann halt die ganzen Kreaturen spielen. Man kann flickern. Ich liebe flickern. Man kann immer noch flickern. Und dann hat man dreimal geflickert in einer Runde. Das ist großartig. Dann hat man sowas wie Baleful Strix, die einfach eine stabile Karte ist. Du hast jede Kreatur, die sich irgendwie ersetzt, was anderes raussucht oder den Gegner wirklich bis zu Tode nervt. Großartig. Sowas wie Teferi, die den Gegner halt wirklich nervt oder Meddling Mage. Und ich glaube, man merkt schon während dem Deck-Tag, dass das wirklich ein Deck ist, was mich sehr beeindruckt hat und was mir wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Und dementsprechend wollte ich das Deck-Tag mit euch machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr dem Video eine gute Bewertung geben dürftet. Das wäre cool. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, zumindest mal einen Daumen runter. Dann weiß ich, dass ich keine Elder Fiolen Decks mehr machen soll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Blacksit. Ciao, ciao.